So far, so good. I've got a clean visual. A direct feed to your optic nerve? Yes, I should hope so, huh? I mean, how does it feel? To fly like a bird? Like a bird strapped to a remote control rocket. We will get you in safely, Tovarich. Just relax and enjoy the ride. Right. Can you hear me, Raikou? Doctor. Remember the two procedures to maintain your new body. One, seizing nano repair units from your foes. And two, absorbing their electrolytes. I got it. Yes, enemy cyborgs should provide plenty of MCFC electrolytes once you slice them open and extract their fluids. They're terrorists. I was planning on that anyway. Oh, and their left hands, if you please. Excuse me. The combat data stored on holographic memory, typically located in the left hand. That data is very valuable. I am authorized to offer you upgrades and services in exchange for it. How generous. Ich liebe Kapitalismus. Had the wall come down a few years earlier, I would have a Nobel Prize on my shelf. There, I see land. 3 miles out, closing. No activity at the airbase. Looks like we don't need to worry about interceptors. Great. Then we have time for a quick briefing. I know you miss me, Kev, but I've been all over the materials. That's what you said before Montenegro. Look, just humor me, buddy. Objectives, of course, are enter Abkhazia, neutralize the terrorists, and restore the rightful government. Or what's left of it, anyway. The president and most of the cabinet have been killed, and a military junta's been established. The terrorists brainjacked all the high-ranking officers, and their cyborgs scattered the rank and file. The few leaders who have survived have no way of openly opposing the new regime. That's why they called us. Andrei Dolzhev, leader of the occupation forces, an extremist linked to both the St. Petersburg massacre of 2015 and last year's terror spree in Georgia. And his arms supplier, none other than Desperado Enforcement, LLC. Imani's killers. If we don't stop them here, they could destabilize the entire region. But our more immediate problem is Jetstream Sam. I believe you've met. The only problem I see is that nickname. I've got my enhancements this time. He won't be an issue. He may not even be in country. But keep an eye out, Justin. Oh. Sorry. Ready for insertion. Keep an eye out. Ist klar. Und ein deutscher Doktor, der Hände sammelt. Auch not bad. Los geht's. Jetzt ein bisschen weniger menschlich aussehend, aber egal. Ab jetzt haben wir diese Art Sicht, um Secret zu finden. Das werde ich auch viel nutzen. Oh, eine Katze. Leider kann man sie nicht töten. Im Gegensatz zu fast allem anderen. Wie man hier gut sehen kann. Nein, nicht töten. Aber alles umhauen. Aber ich glaube erstmal hier oben. Erstmal ist hier nichts. Das wollen wir mal sehen, denn diese Gorillas dort sind noch wesentlich... Naja, ich nenne sie Gorillas, aber egal. Sind wesentlich schlimmer als die Geckos, die wir am Anfang des Spiels gesehen haben. Wie man eventuell hört, vergewaltige ich bei denen nämlich regelmäßig meinen Controller. Übrigens, eine Sache ist doch anders, dass unsere Leiste, wenn sie voll ist, rot ist
ist eine Fähigkeit, die erlangen wir eigentlich erst wesentlich später im Spiel. Das heißt, einen Moment. Fuck. Die KP von, also die Währung. Moment. Dieser Kampf hier ist vorbei. Ich muss leider diese Aufnahme nämlich ein bisschen unterbrechen. Denn vom vorherigen Durchspielen sind anscheinend die KP noch komplett enthalten. Das ist eher schlecht, denn eigentlich wollte ich ja quasi mit einem leeren Charakter loslegen. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Also, bis gleich. Wir sehen uns genau hier wieder. So, wir sind wieder angekommen an der Stelle. Und dieses Mal habe ich auch nicht die gesamten Erfahrungspunkte aus dem ersten Spieldurchgang. Das ist etwas doof gewesen, aber naja, jetzt muss ich das erste Kapitel nochmal durchspielen. Leider nicht ganz so gut hinbekommen, deswegen, weil ich in der ersten Phase vom Metal Gear ein bisschen gerusht habe. Das Ergebnis davon war dummerweise nur ein B-Rang. Also es geht immer noch, aber das nicht getroffen werden war dann doch auch was anderes. Moment, Kopfhörer wieder rein. Ich muss mir echt ein neues Headset holen. Ja, und das ist die Erklärung dafür, dass man nicht die Stadt frei erkunden kann. So. Und jetzt hätte ich fast mein Mikrofonkabel runtergerissen. So, wenn man diese rote Stelle dort trifft, im Blade Mode, dann lädt man sowohl sein Leben als auch die Energie, also das Ding, was man für den Blade Mode verwendet, wieder komplett auf. Ist ganz praktisch. So, wie schon gerade gesagt, ist etwas schwierig mit diesen riesigen Viechern. Ein Gecko ist nämlich ein Witz gegen die. Zumindest bis man eine bestimmte Fähigkeit freigeschaltet hat, die man dummerweise kaufen muss. Die nennt sich nämlich Ausweichen. Aber bis dahin muss ich halt meinen Controller immer wieder vergewaltigen. Jedes Mal, wenn der hier wieder kommt. Dadurch, dass ich dann jedes Mal Schaden bekomme, werden natürlich die S-Ränge jetzt auch relativ selten ab jetzt. Was soll's. Ich spiele ja nicht wirklich für die Ränge. Ich mach's mir ja sowieso schon künstlich schwierig. Sonst hätte ich einfach die Erfahrungspunkte aus dem ersten Run mitgenommen und damit immer alles gekauft. So. Nein. Controller vergewaltigen bringt leider nicht immer was. Manchmal, aber nein. So, der Arm ist weg, danke. Das macht den schon mal um einiges einfacher. Komm schon, das Symbol ist aufgetaucht. Nur gebracht hat's nix. Noch 23%, ist das nicht wunderbar? Und deswegen musste ich... Oh, scheiße. Oh, 0%. Okay, bin tot. Ich dachte für einen Moment, ich überlebe es noch mit 0,2%, aber egal. Dann eben nochmal. Ja, ich werde sehr, sehr viele Kämpfe sehr, sehr häufig machen dürfen. Und ihr werdet sehr, sehr viele Kämpfe sehr, sehr häufig sehen dürfen. Wenn es nur solche Gegner hier wären, wäre es ja nicht so das Problem. Die anderen halten mich beschäftigt und er gibt mir auf die Fresse. Das nennt sich Teamwork. Das Ding braucht ein bisschen Konzentration. Etwas problematisch. So, jetzt haben wir wieder volles Leben und gucken, dass wir gegen ihn klarkommen. Ich denke mal, man hört den Controller auch gut rattern. Ich weiß natürlich nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert in meinen Testaufnahmen mit dem Mikro, ob ich einen Controller vergewaltigen darf.
Oh, scheiße. Ah, hat noch gereicht. Ich war abgerutscht. Warte. Wenn die so hochspringen, sieht man sehr häufig in kleineren Räumen nicht, wo sie hinkommen. Also auch von wo sie kommen. Also wenn man die blocken möchte, sollte man dabei wirklich auf die Minimap achten. Komm, ich wäre sehr dafür, wenn du jetzt sterben würdest. Leider einmal Schaden kriegt er dabei immer raus. Zweiter Arm weg. Okay. Das erspart mir schon mal das ganze Grabber. Und jetzt eigentlich auch noch ein Bein, aber da ich mich aufladen möchte, darf ich ihn nicht so erledigen, weil sonst explodiert er einfach gleich. Genau, ich muss warten, bis er so blau ist. Und dann kann ich ihm dieses Ding klauen. Das Elektrolyt. So. Das hätten wir. Had your fill? With this body, I could take these guys with no eyes. Intel wasn't exaggerating on the cyborg count. Well, you know how fast the tech's been spreading these last few years. That CNT muscle fiber packs the power of a jackhammer into every limb. What enterprising soldier of fortune could resist? And cyborgs are still human. Real thinking people. Way less risk of collateral damage than your typical UAV strike. And don't forget the PR angle. Nations start playing Frankenstein with their troops, and the public goes nuts. PMCs, on the other hand, are off the ethical radar. Mm-hmm. Yeah, they still don't even count PMCs in official death tolls. With SOP out of the picture, private militaries needed a new edge on the market. We got it. In a way, cyborgs are just SOP troops by another name, only all muscled up and less predictable. But it makes you wonder, where'd Desperado find these guys? I'm not complaining. They're like walking vending machines. Right. Vending machines full of blood. Easy there, Dracula. Like I said, they're still people. People who terrorize and take innocent lives for money. They sowed their fate when they took this job. I'm just the Reaper. Damn. It's a bit cold, Raiden. Even for you. Anyway, Hiskel, let's get to work. Time to increase the peace. Right. Puh, der erste Kampf und dann schon solche Probleme. Na. Guck jetzt mal ganz kurz, ob hier irgendwas ist. Weil, wie gesagt, die Collectibles, die ich sehe, möchte ich gerne einsammeln. Wird zwar kein 100% Run, aber was soll's. Okay. Und von Geisterhand schließt sich die Tür. This is Boris. Give me your status. Looks clear. No one in sight. Good. Let's recap the route you will take. As I said, the enemy's HQ is in the refinery along the coastline. Dolsayev has been spotted there using satellite photography. Also on site, Mistral, a Desperado captain. So I go through the city, cross the bridge into the old town, then head down to the rear of the refinery. Still, I think they anticipate us. They will probably have a grand reception awaiting you at the old city. Do not let your guard down. Okay, dann untersuchen wir mal diesen Ort. Hier weiß ich, dass es Sachen gibt. Wie man sieht. Okay, das war ein Heil-Item. Von denen wir genügend gebrauchen können. So. Da oben auf dem Kronleuchter ist noch was. Da müssen wir also noch hin. Und da hinten ist auch noch was. So sieht das übrigens dann aus, wenn wir diese Fähigkeit nutzen. So,
Und weiter geht's. Hier ist nichts mehr. Hostiles in the lower corridor, I see. Try to flank them or approach from behind. Ja, es gibt hier nämlich ganz, ganz tolle Stealth-Mechaniken, die man in einem normalen Playthrough auch nicht nutzt. Allerdings in so einem Playthrough, der etwas hart ist. Wo Gelegenheit ist, einen Kampf zu umgehen, tue ich das. Ist hier irgendwas? Nee. Okay. Raiden, take that main thoroughfare. You can use augment mode to see where the enemy is located. Your body analyzes radar and IR data to construct your AR display. Some civilians are still in the city. That is not good. Ja, und eine von den Geiseln sehen wir da gerade unten. Die kann man befreien. Ob wir das schaffen werden? Sagen wir, ich werde nicht irgendwas resetten, damit es klappt. Denn es ist mir eigentlich relativ egal. Ja, tut mir leid, mir sind Zivilistenleben halt egal. Ist halt Krieg, ich hab zu tun. Aber den hier versuchen wir jetzt mal als Beispiel zu retten. Ich werde auch hier nicht resetten, aber ich werde mir ganz Mühe geben, alle Kämpfe gut zu umgehen. Also warten wir mal eben auf den, weil der wird uns gleich entgegenkommen und dann kurz vor Ende der Brücke wieder umdrehen. Dann können wir ihn besonders einfach in den Rücken stechen. Juhu. Besonders deswegen, man sieht da ja gut, was er auf dem Rücken hat. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich habe hier in diesem Spiel was gegen Fernkämpfer. Sobald nämlich zwei Gegner mit Raketenwerfern da sind, hat man ein echtes Problem. Also zumindest, wenn sie Abstand voneinander haben. So, da oben ist noch was. Werden die sich irgendwann bewegen? What are you doing here? This area is off limits. What? No, I'm not doing anything. Can we just kill him? It'll be easier. So, das war der erste. Und hoffentlich hat der zweite davon nichts mitbekommen. Er hat was davon mitbekommen, allerdings bisher lebt der Zivilist, glaube ich, noch, auch wenn ich da etwas abgegangen bin mit dem Katana. Er lebt noch. Gut. Das heißt, in diesem einen Ausnahmefall rette ich meinen Zivilisten. Jetzt können wir uns für einen Moment nicht bewegen, aber ich werde versuchen, ihm ganz kurz zu folgen, weil es gibt hier ein kleines Easter Egg. Scheiße, ich habe mich ihn nicht mehr erwischt. Wenn man einen Zivilisten beim Wegrennen so erwischt, dann hat er keine Kleidung mehr. Also er hat noch Unterhosen und sowas, aber er ist halb nackt halt. So, jetzt gehen wir da mal hoch. Denn wir haben ja gerade gesehen, dass da was auf dem Dach war. So geht's nicht. Dann nehmen wir eben den Umweg durchs Haus. Für auch immer dieses Haus hier irgendwann mal gedacht war. So. Okay, ein paar KP. Ist hier noch was? Anscheinend nicht, weil sonst würden wir da durchkommen. Ich werde wirklich viel Sachen absuchen, weil so manche wichtige Sache ist wirklich sehr versteckt.